So. Ist schon krass, wie viel wir hier ausgeleuchtet haben jetzt, ne? Das ist schon echt eine gigantische Fläche. Ist auch eine gigantische Baufläche, die wir jetzt dann hier haben. Aber die werden wir tatsächlich auch brauchen. So, eine Reihe geht hier noch ran. Zack, 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 zack. So. Ah, das ist auch wieder Horizon. Das dürfte auch wieder Horizon sein. Die gute Mucke. Es ist einfach, man erkennt es einfach. Und es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Es sorgt ein bisschen für Gänsehaut bei mir immer wieder. Aber auch wirklich für gute Laune. So, Kollegas. Dann kümmern wir uns jetzt mal darum, dass wir hier ein paar Zäune bauen. Ich mach mal zwei Stacks erstmal. An Holz. Wir machen hier mal ohne Ende Zäune. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann dürften wir damit nicht auskommen. Das reicht tatsächlich noch nicht, hätte ich jetzt gesagt. Boah, Junge, ich muss ultra aufpassen. Deswegen, ich gucke immer. Ich wiege mich in etwas mehr Sicherheit jetzt, dadurch, dass wir hier doch relativ viel ausgeleuchtet haben. Aber trotz alledem, ja, ist es natürlich absolut nicht sicher hier gerade. So, aber da, wenn ich das richtig sehe, da auch, geht da jetzt gerade wieder die Sonne auf. So, das müssen wir auf jeden Fall auch einmal komplett verbrauchen. So, 18. Und da können wir jetzt dann noch einen rausmachen. So, mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also, folgendes ist Sache. Ich würde jetzt quasi sagen, wir bauen hier die Ecke hin. Nehmen wir mal da die Ecke, oder? Jetzt überlege ich gerade. Wir brauchen auch noch ein bisschen Platz quasi nach da. Wir brauchen da auch noch ein bisschen Platz. Nehmen wir erstmal wieder das Schwert, um das Ding abzubauen. Ich habe ja Bilder gemacht. So, wir gucken einmal ganz kurz. Wie viel werde ich da brauchen, um da... Das ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind das nochmal. Also 7 nach hinten. Wir haben allerdings ein bisschen Platz da quasi. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen dann noch einen Weg, der dann da natürlich noch lang führt. Aber das ist halb so schnell. Das ist da schon mit drin. Dann pass auf, dann bauen wir mal den ersten hier hin. Da. Da ist der erste. So, und das dürfte dann auch sehr gut ausreichen. Was wir jetzt direkt schon machen, damit ich das nämlich alles ordentlich kennzeichnen kann, ist, wir nehmen nämlich direkt uns hier mal die Half Slabs, weil damit werden wir nämlich dann später die Bäume einkreisen. Das ist mein Plan. So. Ah, nee, never mind, vergiss es. Wir brauchen hier nämlich nochmal ein bisschen Platz für was anderes. Und dafür nehme ich nochmal zwei weg. Ja, genau. Den also auch noch weg. So, und dann hier. Da bauen wir es dann hin. Kollege. Ich muss jetzt leider einmal kurz drauf gehen. Was wir natürlich auch machen können, ist das Dings benutzen, um Essen zu bauen. Um Essen zu machen. Das haben wir noch nicht genug. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen Stein abbauen gehen. So, also, pass auf. Dann ist nämlich folgendermaßen, dass hier nehme ich dann das erste... Also so soll das aussehen. Da kommt nämlich hier dann der erste Baum quasi rein. Dann da wieder, hier wieder. So sieht das dann aus. Also so soll das dann aussehen. Jetzt einmal ganz kurz einmal hier so machen. So. Und dann quasi so. Ich finde das übrigens auch immer gut, dass ich die Fackeln immer dahin platziert habe, wo dann hier eigentlich die hinkommen sollen. So, und dann kommt hier immer in die Mitte eine Fackel dann rein. Mal da. Müssen wir hier mal auf dem Boden platzieren, da. Und dann bauen wir hier vorne noch einen hin und da noch einen hin. Weil hier drauf geht das natürlich momentan noch nicht. So, und dann sieht das dann quasi so aus. Zack, 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 zack. So. So. So soll das dann sein. Da brauchen wir natürlich dann nochmal ein bisschen Dings für. Ein kleines bisschen an Stein für, damit wir das dann hier euch machen können. Das sollen dann immer 10 Stück werden. 10 in einer Reihe, 3 Stück, die dann hier jeweils in der Reihe stehen. Zack, 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 zack. Das dürften jetzt, glaube ich, 6 sein, ne? Oder? Ne, wir haben sogar schon 7.
Passt sogar ganz genau. 8. Passt nicht ganz genau. Einer fehlt. So. So, pass auf, dann packe ich euch ja mal ganz kurz wieder weg. Der Rest auch. Und dann können wir nämlich die Fackeln jetzt mal hier ordentlich platzieren, so wie es soll. Da soll nämlich eine hin, da eine hin, da eine hin. Weil dann ist auf jeden Fall genug ausgeleuchtet. Da wird es dann nämlich keine dann Probleme mehr geben. Aber die müssen dann hier hin. Die müssen dann hier hin. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Zack, zack, zack. So, dann kannst du nämlich weg, weil die brauchen wir dann nämlich nicht. Hier vorne können wir dann nochmal gucken. Ich hätte jetzt aber gesagt, dass das erstmal ausreicht für hier. Und dann schauen wir nochmal, ob da wirklich was spawnt oder nicht. Dann ziehen wir das einmal durch und bauen uns hier ein paar Mal. Und dann müssen wir gleich nochmal ein bisschen Stein wiederholen. Dass wir hier dann ordentlich das zu Ende bauen können. So, ich würde es nämlich sogar so machen. Pass auf, wir nehmen hier vorne mal den einen wieder weg, weil das haben wir jetzt ja. Also quasi die Abgrenzung haben wir jetzt dann da, ja. Das haben wir jetzt ja dann hier. Weil wir machen das mal zumindest so. So machen wir das. Dass wir sehen, wo die hinkommen dann. Ne? Wenn ich das dann ordentlich dann habe. Das sind dann die äußeren Dinger. Und dann bauen wir hier vorne noch einen hin. Zack, zack. Zack, zack. So. Bauen hier rum. So natürlich nicht. So, und gehen dann hier wieder lang. Der kann dann weg. So, und jetzt muss ich ganz kurz einmal gucken, weil ich habe nämlich noch eine Sache dann gebaut. Da nämlich. Genau, die Sache dann ist nämlich, dass wir dann mit einer kleinen Brücke dann darüber gehen. Das muss ich, das habe ich dann da hier ein bisschen verhauen, aber... Da wird dann hier, da haben wir es nämlich auch, da wird hier nämlich ein Tor entstehen, da, zack. Ah ne, das ist da entstanden, das entsteht dann. Aber ich baue es erstmal hier hin, damit ich es dann am Ende dann quasi habe. So sieht das dann nämlich aus. So wird das dann nämlich aussehen und das ist dann quasi der Eingang. Hier vorne führt dann ein Weg lang. Ich muss mal gucken, ob ich hier nochmal dann auch einen Weg lang führe. Beziehungsweise hier hinten. Das, oh, da muss hier, das Ding muss dann auf jeden Fall auch leider weichen. Oder wir bauen es nochmal anders. Das können wir dann aber noch entscheiden. Weil nach hier hin haben wir natürlich auch Platz. Können wir vielleicht nach hier dann rausgehen. Das ist schon ziemlich lang. Also ihr seht, das ist ziemlich viel. Also hier sollen dann am Ende 30 Bäume stehen. Beziehungsweise 29, weil den einen hier vorne lasse ich dann weg. Also hier den einen, damit man hier ein bisschen Eingangsbereich hat. Und dann erst ab hier beginnt dann wieder der nächste. Zack. Da ist dann wieder der nächste, wenn man hier so ein bisschen Eingangsbereich hat. Und, genau, dann ist es so, dass das hier durchgezogen wird. Da vorne kommt das Sägewerk hin und dann kommen hier auch nochmal zwei Felder hin. Also zack, zack. Ich will für die verschiedenen Baumarten da halt was haben. Momentan haben wir nur Eiche, deswegen ist das alles halb so schlimm, sag ich mal. Ne? Aber das soll dann später dann ja nochmal ein bisschen was anderes dann geben. Und ich würde das auch so lassen, dass wir hier nicht aufmachen, sondern hinten rumgehen. Das können wir vielleicht später hier nochmal mit so einem kleinen Gate dann ändern. Aber ich fand das einfach so ganz cool. Weil es ist halt nicht praktisch. Also es ist jetzt quasi nicht praktisch in dem Sinne, dass ich hier jetzt halt einfach, ich sag mal, reingehen kann. Aber ich fand das halt vom Design her ganz cool. Ihr werdet am Ende sehen, wie es dann aussieht. Wir können hier auch noch dann sowas hinbauen, aber das schauen wir dann später einfach. Nicht wundern, hat alles einen Plan. Auch wenn es momentan nicht logisch erscheint. Es hat alles auch so ein bisschen Stilgründe, wie es am Ende dann aussieht. So, davon können wir jetzt dann so erstmal nichts mehr bauen. Dann haben wir das, dann haben wir das. Dann müssen wir eigentlich schauen, dass wir wirklich hier erstmal nochmal ein bisschen Erde holen, dass wir das wegnehmen können dann da. Wir brauchen auf jeden Fall rechts hiervon noch ein bisschen Platz. Ich habe schon gesagt, das hier müssen wir wahrscheinlich auch wegbauen dann nochmal. Da können wir uns jetzt nochmal ein bisschen Erde jetzt dann da holen. So, dann gehen wir erstmal bis hierhin dann durch. Ein paar Dinger hier. Au. Oh. Machen wir es erstmal so. Zack. So, jetzt haben wir hier ein paar, dass wir es reinplatzieren können. Zack. So soll das dann nämlich aussehen. So. So soll es werden. Und hier habe ich dann, glaube ich, mit normalem Dings dann gebaut, ne? Oder habe ich das mit Stein gemacht? Lass mich mal kurz mal gucken. Ah, ich habe es mit mehreren Sachen gemacht. Ah, ja, okay. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, hier führt dann ein Dreierweg entlang. Können wir uns jetzt nämlich auch nochmal wieder ein bisschen Erde wiederholen.
schnell weg. Und der geht dann auch hier durch. Und da weiter. So. So sieht das dann nämlich aus. Dann können wir ganz kurz hier mal ein bisschen zukleistern. Machen wir erstmal hier das so dicht, dass das hier eine Ebene wird. Oh, shit. So. Und ich würde gleich einmal ganz kurz eine kleine Pause machen, weil ich mir was zu trinken holen will. Es ist nämlich leider schon wieder empty. Zack, so. Es ist nämlich leider schon wieder empty. Und da wäre es ganz sinnvoll, wenn ich mir dann auch nochmal was Neues da hole, damit ich hier nicht verdurste und mein Hals dann nicht so trocken ist, beziehungsweise mein Mund. Denn das ganze Labern, das hat das fordert auch seinen Tribut. Das fordert leider auch seinen Tribut. Zack. So, und dann haben wir dann hier und da. So sieht das dann nämlich aus. Zack, zack, zack. So. Sehr gut, so sieht das dann aus. Und hier stehen dann die Bäume drauf. Wir werden das auch dann so machen, dass wir oben über die Bäume Dings platzieren. Dass wir da Half-Slabs platzieren, damit das nicht so diese gigantischen Bäume werden, wie der jetzt zum Beispiel. Einfach um das ein bisschen im Schach zu halten, weil das könnte sonst ganz böse ausgehen. Und zudem wachsen die dann, glaube ich, auch ein bisschen gleichmäßiger, weil dann hier nicht die anderen von den Großen blockiert werden. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, das war auch erstmal dann unsere Schaufel da wieder. Und dann würde ich jetzt erstmal gleich runtergehen nochmal und ein paar Cobblestones zumindest holen. Zumindest ein paar Cobblestones dann nochmal holen. So, die packe ich erstmal hier. Dann können wir nämlich auch nochmal einen Ofen bauen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine ganz sinnvolle Idee. Also wir können erstmal hier, pass auf, wir bauen erstmal nochmal zwei davon. Zwei Schaufeln und bauen wir auch nochmal zwei Spitzhacken. Das dürfte dann erstmal ausreichen, damit wir da erstmal wieder ein bisschen was zum Bauen haben. Oh, ne, der bitte hin. Doch, war richtig. So, eins, zwei. Und eins, zwei. Sehr gut. Top. Gut, dann gehe ich einmal ganz kurz weg. Gebt mir ganz kurz. Ich bin dann gleich wieder für euch. Da für euch nur ein kurzer Cut oder eine neue Folge. Das muss ich dann spontan entscheiden. Aber ja, ich bin erstmal weg. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal ganz kurz hier die Bäume mit und flambieren die dann ab. Und dann gehen wir kurz einmal runter und holen uns mal ein kleines bisschen an. Wir müssen hier mal, das ist wahrscheinlich wieder Epic Mickey gewesen gerade. Müssen wir mal ein bisschen was Fröhlicheres anmachen hier. Und dann gehen wir kurz runter und holen uns nochmal ein bisschen Stein, weil wir brauchen was für den Weg. Wir brauchen auch theoretisch Kies noch. Weil ich das dann wieder so ein bisschen kiesiger da machen will, weil ich das einfach ein bisschen schöner da finde. Das passt besser zur Baumfarm. Wir werden da trotzdem auch Stein benutzen. Also wir werden trotzdem da auch Steinweg benutzen. So, das war's, glaube ich, aber sowas schon, ne? So, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Brennet lichterloh. Zack, 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 zack. So, und das war's jetzt, glaube ich, auch von den Saplings, ne? Mehr haben wir nicht. Ne, mehr haben wir nicht. Mehr bekommen wir mal auch nicht. Dann gehen wir mal runter. Burn, Baby, burn, würde ich da mal sagen. So, mal gucken, wie viel wir dann da mit den Hacken jetzt hier noch kriegen. Das dürften, ja, gute zwei Stacks, glaube ich, dann. Gute 5 Stacks sein, würde ich sagen. Oder irgendwas um die 5 Stacks. Ja, guck mal, das war heute. Oh, es wird dunkel. Das ist vielleicht ganz gut. Können wir vielleicht die Zeit jetzt mal dann überbrücken, indem wir unten sind. Und was abbauen, bevor es dann wieder hell wird. Zack. So, nochmal ein bisschen Wolle hier mit. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt mal ein bisschen was abbauen. Dann. Da, 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 da. Das ist aber sehr spannende Musik hier. Ich lasse auch die Musik jetzt mal an, wenn wir hier runtergehen. Das ist ja eine Kleinigkeit. Da brauchen wir jetzt ja nicht extra die Musik ändern, wenn wir jetzt hier unten dann weiter bauen. So, ich sehe auch gerade nochmal rechts hier den Screenshot, den ich davon gemacht habe. Das sieht halt schon ein bisschen geiler aus, weil ich da nämlich auch Better Grass und Better Glass habe. Dass das quasi alles dann auch nochmal ein bisschen schöner aussehen lässt. Ja, mal gucken. Jetzt bauen wir uns erstmal hier weiter in die Richtung. Haben wir noch Fackeln dabei? Haben wir. Guck mal. Können wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen ausleuchten, bevor uns hier auch noch irgendwie Monster überraschen. Bauen wir erstmal ein bisschen weiter was ab hier. So. Achso, eine Sache noch. Da wollte ich mal ganz kurz noch einmal gucken. Was habe ich hier sonst noch so auf den Dings dann da so draufstehen? Achso, ich habe auch hier. Oh, ich habe gestern, weil ich da nochmal Bock drauf hatte. Ich habe gestern. Wir haben ja teilweise auch so lustige Videos damals gemacht. 8 Jahre inzwischen her. Ich habe gestern so durch Zufall. Bin ich nochmal meine alte Videos durchgegangen und habe dann
Mir ist dann ein Video wieder ins Auge gesprungen. Und zwar war das ein Voice-Trolling, habe ich es damals genannt. Aber wir haben damals Black Ops 2 ja auch ohne Ende gespielt. Sehr gutes Game. Wir haben auch Battles da gemacht, die ich, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, die ich super nice finde, wo wir wirklich sehr viel Spaß dabei hatten. Also wenn ihr irgendwie auch so COD-Fan seid und sowas und mal Bock darauf habt, guckt gerne mal bei mir nach den Black Ops 2 Battles, die wir gemacht haben. Das war schon super lustig. Das hat super viel Spaß gemacht und war wirklich sehr, 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 sehr lustig. Und oh, ich muss einmal kurz niesen. Sofort wieder da. So, ja, das war einer, der hat ein bisschen gebraucht und dann dachte ich erst, es wäre vorbei, wollte gerade wieder in die Maus gehen und dann, ja, muss ich dann doch noch einmal. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr so COD-Fan seid, könnt ihr da vielleicht mal vorbeigucken, weil das sind sehr lustige Battles gewesen und das hat sehr viel Spaß gemacht jedes Mal. Also wenn das was für euch ist, gerne mal vorbeischauen, würde mich freuen. So. Ein bisschen Redstone. Ich habe immer noch die Hoffnung, deswegen buddel ich ja auch hier unten. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwann hier nochmal auf Diamanten stoßen. Wenn wir uns jetzt hier quasi so platt immer wieder da weiterbauen. Das ist natürlich, ich glaube mal, wenn du Strip meinst, ist die Wahrscheinlichkeit höher als das, was wir jetzt machen. Aber es ist ja, es hat ja so, das ist ja dann der Nebeneffekt quasi vom Abbauen jetzt hier, dass wir eventuell nochmal was finden. Eigentlich geht es uns ja hauptsächlich darum, dass wir jetzt hier die Steine dann benutzen. Oder das ist ein bisschen Kohle. Brauchen wir jetzt erstmal so nicht. Zack, 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 zack. Ich muss auch mal gucken, wann wir dann mal anfangen, was in Redstone zu bauen. Momentan sind die Möglichkeiten leider noch ziemlich eingeschränkt. Also da können wir momentan noch nicht wirklich was mitmachen. Da müssen wir nochmal gucken, ab wann wir da wirklich, ab wann das Sinn macht, damit was zu bauen. Ob es jetzt Türen oder sowas sind, Pistons, die kommen erst in der 1.8 Beta, meine ich, sind die dann erst drin. Also das dauert alles noch. Das dauert noch alles seine Zeit, bis wir dann, auch Redstone dann mal auch nicht benutzen können. Momentan ist es halt erstmal nur als wir haben's. Aber wirklich was draus bauen können wir noch nicht. So, da haben wir ein bisschen Eisen. Da kommt noch mehr Eisen zum Vorschein. Das nehmen wir sofort mit, nachdem wir hier das Dings einmal abgebaut haben. Die Reihe und die nächste angefangen haben.